SWTOR Cantina erklärt. Herzlich willkommen zur 7. Ausgabe von SWTOR Cantina erklärt. Ich bin der Alduril und Gorfano ist natürlich auch dabei. Sag ich mal, bin hallo. Auch da. Guten Tag, hallo. Baba Junge. Und heute wollen wir uns mit dem Thema Etikette in den Channels und im Gruppenspiel beschäftigen. Und an diese Richtung, wenn er es hört, Rio Mas, vielen Dank auch für den Vorschlag. Wir haben das jetzt als ein sehr interessantes Thema angesehen und wollten uns damit jetzt mal ein wenig beschäftigen. Ja, das ist uns natürlich auch schon aufgefallen. Viele Leute vergreifen sich oft im Ton. Und wir wollen jetzt einfach mal so kleine Richtlinien geben, woran man sich denn halten sollte, wenn man allgemein im allgemeinen Channel irgendwas schreibt oder auch im Gruppenspiel, wie man sich da verhält. Was möchtest du denn davon machen? Möchtest du dich um die flotten Channels kümmern oder möchtest du lieber das Gruppenspiel übernehmen? Ich möchte erstmal sagen, dass es ja ein interessantes Thema ist, weil es ja nun mal ab der ersten Sekunde quasi wichtig ist, wo wir das Spiel betreten. Es ist jetzt anders als die Themen, die wir letzte Woche hatten, nicht Endgame-spezifisch, sondern generell irgendwie universell anwendbar. Und ich denke, es ist auch so ein bisschen abstrahiert vom eigentlichen Spiel, denn das sind ja Geschichten, die eigentlich in jedem Spiel oder auch natürlich im realen Leben, wobei da natürlich die Hemmschwelle größer ist, auch gelten dann. Ja. Mir ist das ganz egal. Ich würde sagen, fang mal an und ich steige einfach mal irgendwie mit ein, wenn ich was einzuwerfen habe. Dann werde ich einfach erstmal mit dem Gruppenspiel beginnen, weil wenn man jetzt sagt, okay, ich suche eine Gruppe und mit der SLS fängt es auf, wenn man das Ganze normal hochspielt und alles machen möchte, fängt es ja auch spätestens an. Es geht ganz einfach darum, die oberste Richtlinie ist, man muss niemanden beleidigen. Oder man sollte einfach niemanden beleidigen. Oft kommt es dann so, weil irgendjemand nicht so spielt, wie man es sich wünscht oder sowas, man sagt, du Idiot und was weiß ich, du machst alles falsch, du bist scheiße. Das ist wirklich ein No-Go. Eigentlich sollte man es nicht machen. Man kann sich auch wirklich mal total aufregen, das ist ganz klar. Aber man sollte immer versuchen, dabei sachlich zu bleiben. Erlaubt ist selbstverständlich, wenn jetzt jemand etwas falsch macht, ihm wirklich offen zu legen und ihm zu sagen und zu erklären, was er falsch gemacht hat. Wenn er es dann nicht versteht oder nicht verstehen will, dann ist es natürlich auch jedem selbst überlassen, wie er darauf reagiert. Man sagt, okay, ich möchte da jetzt nicht mehr drüber reden, du reagierst falsch oder, ja, wie sage ich das jetzt am besten? Wenn du jetzt das nicht annehmen möchtest, was ich dir hier gesagt habe, dann ist das dein Problem, aber bitte beleidige dann auch nicht weiter irgendwie oder sowas. Einfach immer sachlich bleiben bei allem, was man erklärt, möchte ich damit eigentlich nur sagen. Das ist ja eigentlich immer die Sache im Gruppenspiel. Das ist richtig. Die Leute werden natürlich auch unfreundlich teilweise, wenn man sie berichtigen möchte, weil sie sich dann eben auch gekränkt fühlen. Das hatten wir auch schon mal. Da muss man dann auch einfach versuchen, gelassen zu bleiben. Entweder sagt man, okay, du nimmst es an oder du lässt es sein und gehst dann bitte. Das ist natürlich auch so eine Sache. Das hatten wir auch schon öfter im Gruppenspiel, habe ich auch schon gemacht, wenn ich jetzt sehe, okay, ich erkläre etwas und zum Beispiel in der Blutjagd am Anfang und wenn es dann nicht funktioniert, die Leute zu schlechtes Equip haben, dann sage ich auch, hast du noch einen anderen Charakter, mit dem du mitkommen kannst, mit dem du mehr Schaden machst oder sowas, ansonsten bitte ich dich aus der Gruppe zu gehen oder wir müssen dich rausschmeißen, das ist natürlich auch erlaubt, man sollte, wie gesagt, das Ganze aber auch einfach nur vernünftig verpacken und nicht irgendwie sagen, komm, verpiss dich, du bist schlecht. Sowas macht man einfach nicht. Eben, ne, das kommt ja vor, das haben wir ja schon öfters erwähnt, Blutjagd ist ja so ein Problemfall, auch wenn es ja jetzt ein bisschen einfacher geworden ist, weil es ja normalerweise halt, oder weil es halt in der eigentlichen normalen HC-Warteschlange oder Liste quasi mit drin ist. Und da kann man immer das Problem haben, dass man für alle anderen HC-Flashpoints irgendwie ein Equipment hat, was ausreichend ist, aber für Blutjagd dann, da halt nicht das entsprechende Gear hat, was notwendig ist und das mache ich dann auch so, dann schreibe ich entsprechend am Anfang der Instanz nett natürlich, hier von wegen, dein Gear reicht dafür nicht aus und tut mir leid, aber entweder suchen wir einen neuen oder wir lassen es halt bleiben. Das sind halt die beiden Alternativen immer und bisher habe ich damit auch noch keine schlechten Erfahrungen gemacht, dass da dann irgendwer beleidigt war oder so. Ich denke, das kann man auch einsehen, wenn man das erklärt bekommt, richtig. Ja, das, was mir nur auch oft auffällt, ist, dass die Ehrlichkeit, die man den Leuten dann entgegenbringt, das ist ja eigentlich alles nur eine Ehrlichkeit, wird von denen dann ganz oft als Unfreundlichkeit verwechselt. Mit Unfreundlichkeit verwechselt. Siehst du das dann auch so? Ich überlege gerade.
Ich hatte einmal sowas, das weiß ich noch, da hatte ich einen, der war aber ganz merkwürdig drauf, der schrieb mich dann noch Stunden später an, ob ich irgendwie, was ich für Probleme hätte und was weiß ich, nur ich weiß auch gar nicht mehr, worum es da ging, aber ich glaube, im Gro hatte ich da noch keine großen Probleme mit, wobei man natürlich auch sagen muss, dass ich ja, wenn wir zusammen unterwegs bin, auch nicht den Raidleiter mache, sondern du, ja, wenn wir jetzt auf den Raid das Ganze beziehen, von daher bin ich ja dann nicht die Angriffsfläche. Ja, wenn man es so sagen möchte. Aber nö, so in normalen Flashpoints hatte ich da jetzt noch keine großen Probleme mit, nö. Also ich habe so die Erfahrung gemacht, wenn man die Leute relativ nett darauf hinweist, dann stößt das auch auf Gegenliebe, sage ich mal. Ja, okay, gut. Dann, wie gesagt, also ich hatte es eben schon ab und zu mal, dass dann eben die Ehrlichkeit, die man den Leuten entgegengebracht hat, gesagt, okay, das Equip ist schlecht, du kannst mit dem so nicht mitkommen. Hört sich vielleicht ein bisschen schroff an, aber es war nur ehrlich. Ich habe immer gesagt, ich meine es damit nicht böse. Das schreibe ich immer extra dazu, damit das nicht falsch rüberkommt. Aber das muss geändert werden, ansonsten ist das doof. Und du musst das an deiner Spielweise ändern oder sowas. Das kann dann einfach damit verwechselt werden, so meinte ich das nur. Mhm. Ich möchte gerne mal auf einen anderen Aspekt eingehen, weil das ist ja eigentlich, dass man respektvoll miteinander umgeht, sollte ja zumindest irgendwie Standard sein. Wir haben ja in SWTOR und das Thema ist ja nun mal Chats und so weiter, auch verschiedene Chats. Ne? Und da gibt es ja dann auch öfters mal Probleme, weil wir beispielsweise Handelschats haben. Und was ich festgestellt habe, ist, dass man oft irgendwie, oder dass Leute öfters mal angefahren werden, wenn sie im Allgemeinchat versuchen, Sachen zu verkaufen. Ja, dafür gibt es einen Handelschat. Ja, also das sind solche Dinge, die man natürlich irgendwie wissen muss, aber manche Leute reagieren da irgendwie empfindlich drauf, wenn man im Allgemeinchat über irgendwelche Handelsgüter schreibt oder auch im Allgemeinchat über PvP schreibt oder ähnliches. Da gibt es ja nun mal auch einen PvP-Chat. Also das ist jetzt nicht so arg schlimm, wenn man das mal macht, ne? Aber das sind natürlich auch Geschichten, wenn man so einen Channel hat, dann kann man den auch benutzen. Ja. Und was natürlich auch dazu gehört, so Flames gegen PvEler oder im PvP. Die haben auch im Chat im Normalen nichts zu suchen, im Allgemeinchat oder sowas. Das fällt mir auch immer wieder auf. Und dann irgendwelche großen Diskussionen, die geführt werden zwischen, sagen wir mal, drei Spielern. Dann bin ich auch der Meinung, Leute, wenn ihr euch unbedingt ankacken müsst, ja dann, mein Gott, macht eine Gruppe auf und macht da weiter oder geht ins TS. Ne? Ja. Richtig. Das ist auch so eine Sache. Sowas gehört einfach nicht in den Chat, das nervt die anderen Leute und das führt einfach nur dazu, dass ihr dann irgendwann auf der Igno-Liste der jeweiligen Spieler landet. So sieht das wirklich aus. Stört. Ja, genau, die gibt es ja dafür, dass da die Leute drauf wandern, die nur Quatsch schreiben. Eben. Aber die gibt es immer. Ne? Und wenn man sich dann halt entsprechend nicht dazu zählen möchte, dann benimmt man sich halt ein bisschen und dann ist, denke ich, auch alles gut. Genau. Ja, also das war es von mir auch von der Seite schon zum Thema Etikette im Chat. Hast du da noch irgendwas, was dazukommen könnte? Nee, nicht unbedingt, aber vielleicht sollten wir nochmal auf das Gruppenspiel eingehen. Wir haben das schon mal kurz gemacht, aber vielleicht nochmal ganz kurz auf die Loot-Regeln zu sprechen zu kommen, denn das ist ja dann auch eine Geschichte, die von Anfang an gilt. Wir haben drei verschiedene Möglichkeiten auf Loot zu würfeln, ja, wenn wir die ganz normale Würfelgeschichte benutzen. Das ist Bedarf, Gier und Passen. Und da vielleicht nochmal ganz kurz, weil da vor allem Spieler, die gerade anfangen und vielleicht auch noch nicht so MMO-Erfahrungen haben, Schwierigkeiten mit haben. Bedarf bedeutet, ich brauche es für diesen Char jetzt. Es ist eine Verbesserung da, es hat die passenden Stats drauf, die passenden Attribute, ich kann es wirklich gebrauchen, es macht mich besser. Ja, da mache ich Bedarf. Gier mache ich, wenn ich sage, naja, ich würde es vielleicht gerne verkaufen einfach, ich würde es nehmen, wenn es keiner will oder ähnliches, dann macht man halt entsprechend Gier. Passen macht man halt, wenn man sagt, okay, es ist mir vollkommen wurscht, ich will das gar nicht haben, ich will es noch nicht mehr per Zufall gewinnen, ich will es noch nicht verkaufen oder ähnliches. Es mag mal zu Situationen kommen, vor allem dann im späteren Spielverlauf auf Stufe 60, wo man dann vielleicht mal gerne was für einen Twink mitnehmen möchte, ne, also für einen anderen Char. Man kann sich ja diese Geschichten alle auch auf andere Charaktere in gewissen Einschränkungen, aber es geht, rüberschicken. Das könnten wir vielleicht auch nochmal in irgendeinem Teil ansprechen, wie das funktioniert. Da sollte man dann halt immer erstmal gucken, okay, macht denn da jemand anderes erstmal Bedarf drauf, bevor ich selber dann Bedarf für meinen Twink drauf mache und das natürlich kommunizieren im Chat, ne? Also, wenn man fragt, okay, kann ich das für meinen Twink mitnehmen und keiner hat Einwände, dann spricht da ja absolut nichts dagegen, ne? Aber was natürlich blöd ist, und das habe ich selber auch schon öfters mal mitbekommen, dass es dann Leute gibt, die einfach Bedarf drauf machen, obwohl man es halt selber für seinen Main-Char braucht, mit dem man dabei ist, und die das dann gewinnen und dann sagen, ja, ist halt für meinen Twink, ne? Brauche ich halt. Richtig. Und das ist halt auch nicht nett. Und sollte man auch nicht machen.
Wenn wir jetzt das auch noch mit reingenommen haben, wir haben noch eine kleine andere Sache, auch mit einem Channel hat das zu tun, das würde ich auch ganz gerne hier noch mit reinnehmen. Und zwar geht es um den LFG-Channel, also den Looking for Group, den Gruppesuche-Channel. Der wurde nämlich von Spielern separat angelegt und das kann man auch allgemein immer wieder machen mit anderen Channeln, aber der hat sich eben etabliert. Und in denen kann man auch nach Gruppen suchen. Also man muss nicht den allgemeinen Chat nehmen oder den PvP-Chat oder sowas, sondern es gibt extra einen LFG-Chat. Und in den kommt man eben rein, indem man einen Befehl in den Chat eingibt, der einfach lautet /c join LFG. Und dann betritt man den LFG-Channel. Das ist ganz einfach, ganz simpel. Genau, und kann er dann auch mit /4/5 oder wie auch immer da drin schreiben. Richtig. Und da dann halt nach Gruppenmitgliedern und ähnliches suchen. Damit nervt man dann halt auch nicht die Leute, die auf der Flotte rumstehen. Manche sind da ein bisschen pissig. Aber gut, Flottenchat hat da an sich eh auch die Berechtigung, glaube ich, dass man da auch nach Gruppen sucht. Ja. Das hat sich so etabliert. Ne? Aber da hat man dann natürlich planetenübergreifend die Möglichkeit, Leute zu suchen. Natürlich dann immer nur die Leute, die auch in diesem LFG-Kanal drin sind, können das lesen. Von daher ist das immer mal wichtig, dass wir das nochmal erwähnen, dass man dem mal beitreten solle. Können wir ja an gegebener Stelle immer mal wieder machen. Gut, das war's jetzt aber von meiner Seite. Ja, von meiner auch. Dann würde ich sagen, beenden wir es hiermit und hören uns in der nächsten Ausgabe wieder. Macht's gut. Richtig, bis dann.